Ja, ich darf mich einmal vorstellen. Mein Name ist Harald Erl. Ich bin der Stiftspfarrer von St. Florian und es freut mich, dass ich über St. Florian online kurz zu Ihnen sprechen darf. Sie hören oder sehen mich vom Adventmarkt und wie man das so hört, geht es da ein bisschen zu. Es ist nicht so ruhig, es ist scheinbar nicht die stillste Zeit im Jahr. Viele fleißige und freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarre haben diesen Markt vorbereitet. Und wir freuen uns, dass wir diesen Markt durchführen können, nämlich deshalb, weil wir hier auch Projekte unterstützen, karitativer Art im Inland und im Ausland. So wird ein Teil der Einnahmen des Adventmarktes in ein Projekt gehen, nach Afrika, in einen Schulbau. Und ein anderer Teil wird im Inland verbleiben. Wir werden die Aktion Leben Oberösterreich unterstützen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, wenn der Advent und Weihnachten bedeutet, also die Menschwerdung Gottes, dass wir unsere eigene Menschwerdung nicht vergessen. Und ich glaube, das ist gut, auch auf die anderen zu schauen, aber auch, denke ich, auch ein bisschen auf sich selber zu schauen und versuchen halt in dem Trubel, der rundherum um Weihnachten und im Advent ist, ja, sich doch eine gewisse Ruhe und eine gewisse Stille, vielleicht der eine oder andere, ja, Gedanken zu fassen, der einem selber gut tut. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wie laut oder der leise der Advent ist, ja, man hat da schon selber ein bisschen Einfluss darauf und auch eine gewisse Verantwortung. Also wir verkaufen Ohrringe, Teelichter, Kochlöffel, Sachen aus Ton, wie Sie sehen. Wir haben vorher gesehen, einen Pfarrflohmarkt veranstaltet. Da sind noch schöne Antiquitäten überblieben. Und da haben wir gesagt, dann, das passt gut. Wir werden das beim Adventmarkt wieder verkaufen, die Sachen, die überblieben sind. Ich finde die ganz nett. Ja, wir sind von der Lebenshilfe in St. Florian, von der Tagesheimstätte, betreuen da diesen Stand und wir verkaufen Produkte, die unsere betreuten Mitarbeiter im Laufe des Jahres so hergestellt haben. Wir arbeiten mit geistig und mehrfach Behinderten und unsere Leute machen halt die diversesten Sachen, zum Beispiel Christbaumschmuck, zum Beispiel Schmuck zum Umhängen. Wir haben auch Holzprodukte, die in unserer Holzwerkstatt hergerichtet werden. Wir verkaufen Gästeschlapfen, wir verkaufen alle möglichen Dinge, die man brauchen oder auch nicht so brauchen kann, die einfach nur schmücken. Bei mir können die Kinder und auch die Großen Kerzen ziehen aus Bienenwachs. Jeder darf sich seine eigene Kerze machen. Und für die, die ein bisschen weniger Geduld haben, gibt es auch schon fertige Kerzen. Ja,